Willkommen zurück zu Let's Play Zack McCracken Between Time and Space. Folge, was haben wir mit 42? Part 42. Folge. Wir sind ja in Deutschland. Ach, jetzt auf einmal, ja? Ja, schon immer. Nein, wir sind schon immer in Deutschland. Jetzt ist dies gerne mit dem Düngemittel gesagt? Ich weiß es nicht. Lieber nicht. Ich habe immer das Gefühl... Du vergisst was? Nee, ich weiß nicht. Normale Sägespäne. Das führt zu nichts. Super. Ach. Keine Chance. Kannst du die Erdnüsse klein machen? So lieber nicht. Ich... Eventuell brauche ich das noch. Ich will das jetzt nicht zerkleinern. Jetzt nicht, aber später vielleicht. Ein Haufen mit unspektakulären Sägespänen. Eventuell brauche ich das noch. Ich will das jetzt nicht zerkleinern. Ich glaube es. Kannst du irgendwas aus dem Inventar? Hoffentlich ist die Kastanie nicht zu dick dafür. Ah. Kastanie. Kannst du sie mit? Ohne mich. Das ist keine schlechte Idee. Eventuell könnte ich mit den Sägespänen die Termiten zur Holzhütte locken, aber vorher muss ich erst diese fleischfressende Pflanze vertreiben. Wie soll ich das denn machen? Also erstens mal macht das keinen Sinn, weil wir wissen ja, dass wir Kastanie überhaupt nicht mochten. Das war gerade total dämlich von uns. Kannst du irgendwie irgendwas aus dem Inventar miteinander... Ohne mich. Irgendwie irgendwas. Ja, auf keinen Fall. Warte, kannst du... Was? Die Handschuhe mit dem Bambusrohr verbinden und die hey, dann darunter... damit kann ich nun Objekte erreichen, die außerhalb meiner Reichweite liegen. Oh. Das wäre nicht annähernd amüsant genug für dieses Adventure. Die Zeit ist zu knapp, um... Ich rufe lieber einen Profi dafür, nur wen? Den Gedanken sollte ich verwerfen. Irgendwas mit dem Zaun? Ich weiß jetzt nicht, was das soll, dann. Ich hab doch einfach nur... Ja, irgendwie ist das ja auch richtig, nur bringt uns das nicht weiter, wenn wir nicht wissen. Das sollte ich besser lassen. Stimmt nicht. Nimmst du das mit? Das führt zu nichts. Mit dem Kompost? Das ist doch... Das habe ich doch gerade gemacht. Achso, ich dachte es ja... Die Zeit ist zu knapp, um sie zu vergeuden. Das führt zu nichts. Nein. Das würde sicherlich... Wieso kann ich die jetzt auf einmal nehmen? Hä? Okay. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Sehr gut. Das sollte ein hochkonzentriertes Düngemittel ergeben. Tja. So sollte das funktionieren. Ein hochkonzentriertes, flüssiges Düngemittel. Wenn die Pflanzen davon nicht wachsen, fresse ich einen Besen. Ich vermute, die sterben dabei, aber... Das macht ja nichts. Hey du, lass bloß meine Gebete in Ruhe, hörst du? Außer mir dürfen lediglich Mitarbeiter des Kartenclubs Grüner Daumen an diesen Beten arbeiten. Na gut. Ich muss ihm irgendwie klar machen, dass ich für seine Pflanzen ein kompetenter Partner wäre. Mann, wie? Vielleicht finde ich ja jemanden, der mehr damit anfangen kann. Dann rede doch mal mit ihm. Na, kaum. Ja. Na dann. Guten Tag, ich komme vom Gartenclub Grüner Daumen und möchte Ihnen helfen. Netter Versuch, Jüngelchen.
Das wäre nicht annähernd amüsant genug für dieses Adventure. Ich verstehe nicht, wie soll das sonst wieder gehen? Das kommt mir irgendwie sinnlos vor. Vielleicht kann man das damit. So langsam beginne ich an meinem Verstand zu zweifeln. Tja, das macht leider keinen Sinn. Ohne mich. Wo brauchen wir denn diesen komischen Dings denn dann? Reichweite. Irgendwie mit dem Spaten, das klingt auch nicht, weil dann sieht er uns ja. Obwohl, naja. Ich sollte nochmal darüber nachdenken. Und wenn man das Ding einfach in das Saatgut reinschickt, klingt zwar nichts, aber... Diese Idee sollte ich ganz schnell verwerfen. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich auch nicht. So langsam beginne ich an meinem Verstand zu zweifeln. Ich weiß nicht, warum ich nicht kann. Lustig fände ich das schon, aber es hilft mir nicht weiter. Nun gut, vielleicht hiermit? Lustig fände ich das schon, aber... Wenn das so einfach wäre... Das sollte ich lieber sein lassen. Da steht... Die Bank ist rechts, die Straße runter, links an der Kreuzung. Diese Bank hat keinen Schalter. Oh Mann, ey. Eines dieser vielen Warnschilder. Die Betretung des Rasens wird mit Zwangsarbeit in den römischen Besatzungszonen geahndet. Oh, wann ist das? Na, aber schade. Kannst du das Windrad mit dem Farbeimer benutzen? Weiß ich nicht. Wenn das so einfach wäre. Immer wieder spaßig. Rock'n'Roll. Ach, nur vielleicht darf ich dann als grüner Daumen-Ding durchgehen. Nee. Ich glaube, es wird Zeit für die Geisterstunde. Ich bin gespannt, wie er reagiert. Buh! Ich auch. Was soll die Verkleidung? Wollen Sie mich veräppeln? Geben Sie mir Ihre Schaufel oder ich verfluche Sie. Pass bloß auf, du. Ich schau dir die Schaufel gleich auf den Kopf. Ich entschwebe. Das mit der Pflanze drauf? Wir sind ja Pflanze. Nein, die fleischfressende Pflanze. Und was soll das bringen? Genauso viel wie sich vor diesen Typen zu stellen. Na, ob das funktioniert? Buh! Mach den Weg frei, oder ich werde dich töten. Junge, langsam gehst du mir echt auf die Nerven. Oh, sorry. Kommt nicht wieder vor. Na dann, Rock'n'Roll. Zuerst muss ich das Laken abnehmen. Ja, mach doch. Na endlich. Ich bin schon ganz nass geschwitzt. Immer wieder spaßig. Rock'n'Roll. Der King kommt, um mich wieder einzusperren? Mich wundert, dass du unvorsichtig genug bist, alleine hier aufzutauchen.
Moment. Du siehst das ganz falsch. Ich bin nicht... Das ist dein Ende, King. Okay. Ist das die Rache der Pflanzen an den Vegetariern? In Zürich verspeist ein außerirdische Killerpflanze den amerikanischen Reporter zum Frühstück. Außerirdisches Killergemüse vernascht Star-Reporter Zürich. Im schweizerischen Zürich fanden Gärtner gestern Morgen die Überbleibsel des berühmten amerikanischen Boulevard-Reporter Zack McCracken. Wie die Polizei berichtete, sei auf den Aufnahmen der Überwachungskameras deutlich zu sehen, wie der Reporter in die Anlage eindringt und durch die verschiedenen Beete schleicht. Bei diesem verbotenen Spaziergang kam er dann einer der mit außerirdischem Material gezüchteten, übergroßen, fleischfressenden Pflanze zu nahe, welche ihm dann letztendlich zum Verhängnis wurde. Die genauen Beweggründe für den Einbruch in die Plantagen sind noch unbekannt. Auch Zack McCrackens seltsame Kopfbedeckung, eine Totenkopfmaske samt Elvis-Perücke, ist den Ermittlern bisher ein Rätsel. Der Schweizer Gärtnerverband, Eigentümer der Plantage, bedauert den schrecklichen Vorfall zutiefst. Natürlich war dies ein schlimmer Unfall, aber immerhin wissen wir nun, dass unsere Pflanzen hervorragend funktionieren. Damit solch ein Vorfall sich nicht wiederholt, planen die Plantagenbesitzer nun, die Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen. Wir arbeiten hier mit sehr empfindlichen Pflanzen. Wir wollen keine Störenfriede, die unsere Pläne zunichte machen, sagt dazu der Vorsitzende des Verbandes. Camilla ist zurück. Ja. Ja. Wissenschaftler wollen jetzt zweiköpfiges Eichhörnchen klonen. Eine der wenigen Fotografien des zweiköpfigen Eichhörnchens. Forscher wollen diesem niedlichen Tierchen nun zu einem neuen Leben verhelfen. Seattle, Forscher versuchen nun aus dem in einer Höhle mit am Mount Rainier gefundenen Pell des zweiköpfigen Eichhörnchens das Tier wieder zum Leben zu erwecken. Dazu nutzen sie modernste Klontechnik. Wie Dr. Fred Addison, der leitende Wissenschaftler dieses Projekts, bekannt gab, sei man optimistisch, das Tier bereits in wenigen Wochen mit dem Labor neu gezüchtet zu haben. Die gefundenen Proben seien von bester Qualität. Man könnte die DNS des Tieres ohne Komplikationen extrahieren. 1997 geriet ein Reporter in die Schlagzeilen, nachdem er das letzte Exemplar dieser Spezies auf brutalste Art und Weise ermordet hat. Der Mount Rainier National Park zeigt sich erfreut. Ja. Dann haben wir das nochmal eine. Anscheinend. Zum Glück, Ich muss erst die aktuelle Ganz schön stickig unter der Maske. Ich werde sie wieder abnehmen. Ja. Ich bin sicher, der wird mir stehen. Auf jeden Fall. Ganz klar. Ich probiere jetzt alles. Wie sehe ich aus? Oh? Oui. Comment allez-vous? Bonjour, mon petit chouchou. Bienvenue dans l'infirmière. Oh, Ihr Akzent ist widerlich. Mein Ohr blutet. Ich gehe. Excusez-moi, je suis désolé. Irgendwie bringt das nichts. Ist doof, wenn eine Pflanze Französisch sprechen kann. Weg mit dem Schnurrbart. Das stimmt. Das war es nämlich die ganze Zeit. Nee. Ich sollte mir lieber etwas anderes überlegen. Vielleicht rede ich einfach normal mit dem. Na, wie ist das Wetter hier? Nerv nicht, kleines Würstchen. Was? Du kannst sprechen? Schnauz jetzt! Wie kommt es, dass du sprechen kannst? Wie kommt es, dass du mir so auf den Sack gehst? Nun gut, komm noch etwas näher. Dann erzähle ich dir, wie ich das Sprechen lernte. Ich glaube, dass... das lasse ich lieber. Ich verstehe dich gut. Einen Versuch war's wert. Übrigens, nur wenige von uns können sprechen. Erzähl mir mehr. Was willst du wissen? Warum du sprechen kannst? Wie oft denn noch? Provozier mich bloß nicht. Ich glaube, du kannst sehen, dass ich scharfe Zähne habe. Oh, stimmt. Das war mir noch gar nicht aufgefallen.
Zu deiner Frage. Meine Meister züchteten mich längere Zeit in einer Art Lehrraum. In diesem Raum erlernen sie eure Sprache. Es war sterbenslangweilig und ich bekam anfangs nur Mottenlarven zu essen. Also konzentrierte ich mich darauf, was die glubschaugige Lehrkraft von sich gab. Den Rest kannst du dir wohl denken. Glubschäugig? Heute Morgen habe ich schließlich alle Lehrkräfte und Schüler verspeist und mich für ein Verdauungsschläfchen dann hier niedergelassen. Bis auf zwei Wachen ist im Gewächshaus nichts mehr los. Gut zu wissen. Ah ja, ein interessantes und spannendes Leben. Weiter so. Tschakka! Gut. Die Folge ist rum. Die Folge ist rum. Das war jetzt Folge 6. Folge 6. Noch zwei. Zwei, dann haben wir wieder bis Sonntag. Genau. So, dass wir nächste Woche gar keine Zeit haben. Ja gut, wir gucken einfach mal, ne? Wir gucken, wie es weitergeht in der nächsten Folge, seht ihr dann. Mit mir. Und mir auch. Vielleicht. Bis dann. Bis dann.